Hallo ihr Lieben, heute ist der 1. Dezember 2022 und erste Tür geht offen, auch in meinem Adventskalender, das ich für euch vorbereitet habe. Und hier möchte ich euch die Adventsangebote vorstellen und jeweils eine Karte ziehen für die Tagesenergien für den 1.12.2022. Das Jahr geht zu Ende und ich freue mich sehr, weil 2022 war da ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Numerologisch gesehen auch, es ging sehr viel um Eingemachtes, um ganz tiefgehende Themen. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass dieses Jahr vorbei ist. Und ich hoffe sehr und ich habe auch im Gefühl, dass 2023 wesentlich leichter sein wird. Das wird sie auch, weil wir haben da ganz andere Zahlen. Also viel, viel schönere Zahlen haben wir im Jahr 2023. Okay, aber jetzt kommen wir zum 1. Dezember. Ja, im Angebot im Adventskalender zum 1. Dezember habe ich natürlich etwas für Seelenbeziehungen und Liebesbeziehungen. Es sind Orakel im Angebot, persönliches Dualseelen-Orakel. Ja, zum 1.12.2022 habe ich für euch Dualseelen-Monatsorakel vorbereitet. Viele von euch kennen meine Monatsorakel. Leider habe ich in diesem Jahr 2022 keine Zeit, kaum Zeit gefunden, also ein Monatsorakel, Dualseelenorakel für euch öffentlich zu legen. Ich hoffe sehr, dass es nächstes Jahr etwas entspannter mit der Zeit wird. Ich bin sehr gut in Vorbereitung in dieses Jahr und ich hoffe sehr, dass nächstes Jahr ich mehr Zeitraum habe, zur Verfügung habe, sodass ich auch wieder die Dualseelen-Orakel regelmäßig für euch machen kann. Ja, am 1.12. haben wir den persönlichen Dualseelen-Monatsorakel aus Adventsangebot zu einem reduzierten Preis. Und wer von euch die Orakel kennt, weiß ja schon, wir gucken da im Gedanken, Gefühlen, Aktivitäten, Schutzgeister, Hilfskräfte, zeigen sich, das sind Engel oder Krafttier. Wir haben auch die Entwicklungstendenzen für die nächsten 4 bis 6 Wochen. Wie hilft das Dualseelen-Orakel? Der Dualseelen-Orakel zeigt dir die Themen, die anstehen, die Themen, die in diesem Zeitraum zum Vorschein kommen. Er zeigt dir die Blockierungen, die werden erkannt. Was ist blockiert? Warum ist blockiert? Dadurch kannst du im Voraus handeln und damit das ganze Bild beeinflussen und somit auch die Entwicklung in deine Dualseelen- oder Liebesbeziehung, aber auch das Resultat, das daraus kommt, kannst du beeinflussen. Warum? Weil du die Informationen im Voraus hast. Da werden die Gefahren gezeigt, da werden die Entwicklungstendenzen gezeigt. Du hast ein Wissen, mit dem du arbeiten kannst. Du bist immer einen Schritt voraus. Du kannst handeln und verändern, rechtzeitig handeln und verändern und dadurch eine andere, eine neue Wendung geben. Mit diesem Wissen, was du durch den Dualseelen-Monatsorakel bekommst, kannst du zielgerecht handeln. Du kannst Fehler vorbeugen, du kannst auch Situationen vorbeugen oder auch ausweichen. Und aus Adventsangebot zum 1.12.2022 zu einem unschlagbaren Preis, besonders als Jahresorakel, 12 Monate, das ganze Jahr 2023, jeden Monat dein persönliches Dualseelen-Orakel. Die Orakel werden geliefert in einem Zeitraum von ein paar Tagen, das heißt,
3 bis 5 Tage dauert es manchmal, je nachdem, wie viele Bestellungen ich habe. Also bitte, wenn du dein Monatsorakel haben möchtest, nicht am 30. buchen und am 1. dem Orakel erwarten. Gib mir bitte 3 bis 5 Tage Zeit. Manchmal klappt es sehr schnell, manchmal sind die Orakel innerhalb von 2 Tagen gemacht. Aber sag ich mal so, bis zum 20., wenn du buchst, am Ende des Monats hast du sicherlich dein Monatsorakel. Es gibt auch Staffelpreise bei dieser DDS-Orakel, besonders für neue Kunden, die meine Arbeit kennenlernen möchten. Ja, ist ein Orakel zur Probe sehr angesagt, aber es gibt auch Variationen mit 3 Orakel oder mit 12 Orakel. Ich empfehle natürlich für Menschen, die im dualen Prozess sich befinden und die sich auch spirituell entwickeln möchten, die ihre Beziehung steuern und beeinflussen möchten, empfehle ich natürlich Jahresorakel 12 Monate. Da hast du jeden Monat die ausführliche Information, wie es um dich und um deine Beziehung aussieht und was du machen kannst. Und ihr seht, die Karten liegen schon auf dem Tisch. Für 1.12. möchte ich für euch Karten ziehen. Ich fange an mit dem Liebesorakel. Der ist so beliebt bei euch, dieser Liebesorakel. Eine Botschaft für alle verliebte Seelen. Oh, die ist rausgekommen, aber die wird euch nicht gefallen. Eieieiei, aber es passt zum ersten, passt. Guckt ihr mal, schaut ihr mal. Ich habe den ganzen Stapel jetzt hier gelegt. Abwarten, ich nehme die Karte hoch, weil das. So könnt ihr besser sehen. Abwarten. Ich weiß, ihr macht euch schwer mit Warten, aber Wartezeit ist manchmal sehr, sehr gut. Überstürze nicht. Lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Eigentlich ist das eine gute Botschaft. Überstürze nicht. Ich muss noch hier die Dimensionen mehr merken, wie ich die Karten halten soll. Ich mache das viel zu wenig, viel zu selten. Ich habe es noch nicht in der Routine. Okay, abwarten ist gut, weil diese Wartezeit wird für etwas benötigt und du kannst diese Wartezeit, dieses Abwarten wunderbar für dich nutzen. Wenn du magst, kannst du auch dich da weiterentwickeln. Ich habe im Adventskalender noch ganz viele tolle Angebote für Dualseelenbeziehungen und persönliche Entwicklung. Somit kannst du deine Zeit auffüllen und es vergeht schneller die Wartezeit zum einen. Und zum anderen, du hast gearbeitet, du bist vorangekommen, weitergekommen. Okay, jetzt schauen wir die erste Botschaft mit dem Kipperkarten. Möchte ich mal einfach so eine Aussage haben für den Tag, aus Tagesenergie. Was kann man erwarten? Was kann kommen? Natürlich, das ist kein persönliches Orakel, sondern Kartenziehung hier für uns alle. Auf einige von euch wird es mehr zutreffen, auf die andere weniger. Vielleicht manche sind gar nicht sitzen, gar nicht mit in dem Bus. Aber so ist das, wenn man allgemeine Legung macht. Okay. Gute Dame, ich sehe ja schon. So, das ist die Karte, die gute Dame. Als Tagesenergie, also eine autoritäre Person, Mutter, Vorgesetzte, Freundin, könnte ein Thema sein an diesem Tag. Positiv, negativ, weiß ich nicht. Also es geht um eine Weiblichkeit, um eine Frau. Die Kombination abwarten und die gute Dame für die Liebesbeziehungen, für die Dualseelenbeziehungen. Gibt den Hinweis, falls dein Dual, dein Partner, dein Herzensmann, falls der vergeben ist in eine
Beziehung lebt. Das ist die Aussage so, es braucht noch Wartezeit, weil da noch eine andere Dame, eine andere Frau eine Rolle spielt. Aber die von euch, die in Dreieckbeziehungen stecken, die wissen das schon. Und das ist das, was am ersten sich zeigt. Der Stapel hier ist sehr, sehr dick. Jetzt gucken wir mal. Wei, 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 so viele Engel sind runtergefallen. Und der Engel, den ich brauche, hole ich jetzt. Der liegt unter dem Tisch. So, das ist der eine, der ist ganz auf die Seite gefallen, der hat sich richtig gezeigt. Das ist der Erzengel Jophiel. Er sagt zu dir, oder beziehungsweise seine Botschaft ist, mit deiner Hilfe gelange ich an meine innere Weisheit. Tolle, tolle, tolle Botschaft. Innere Weisheit, neue Wege gehen, weiser werden, kluger werden, spirituell werden. Für Dualseelenbeziehungen ist das eine super Botschaft. Es braucht noch Zeit, weil eine Rolle, eine Frau eine Rolle spielt. Wenn dein Dual jetzt keine aktuelle Partnerin hat, kann das auch eine Frau aus der Vergangenheit sein, kann das auch seine Mutter sein, wenn er Mutterthema hat. Und diese Zeit, diese Wartezeit solltest du auch nutzen, um an deine innere Weisheit zu kommen. Vielleicht brauchst du noch etwas Zeit, um dich neu zu orientieren. Wenn du mehr wissen möchtest, privat im Bereich, Dualseelenbeziehungen, kannst du gerne das Angebot von heute buchen und du bekommst dein persönliches Dualseelen-Orakel. Vielleicht noch im Dezember. Ich glaube, ich habe für ein paar Legungen habe ich Kapazitäten frei. Wenn jetzt 100 Leute buchen, wird es ein bisschen schwieriger mit der Zeit werden. Aber für ein paar Buchungen könnte ich noch im Dezember schaffen. In diesem Sinne, habt ihr bitte ein wunderbares 1. Dezember. Freut ihr euch auf Weihnachten, freut ihr euch auf das neue Jahr, auf das, was kommt. Und wir sehen uns morgen, wenn ihr das möchtet, mit dem nächsten Video, 2. Adventskalender Türchen für 2. Dezember 2022. Bis dann, ciao!